Am nächsten Tag werden wir uns dann endlich der Höhlensuche. Ah! Nein! Nein! Willkommen, meine lieben Jungs! Endlich mal wieder zu einem richtigen Let's Play Minecraft. Ja, es wurde viel gewünscht und jetzt ist es endlich da, aber ganz normal ist es dann doch nicht, denn wir gehen zwar in den Singleplayer, Create New World, nennen das Ganze dann aber direkt mal Let's Play Hardcore und den Game Mode um auf Hardcore. Das ist, wie ihr lesen könnt, das gleiche wie der Survival Mode, allerdings auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad nicht änderbar und wir haben nur ein einziges Leben. Hier lassen wir alles ganz so wie es ist und createn die neue Welt, ja. Wir spielen also ein Let's Play Minecraft, mal ganz alleine, kein PvP, kein gar nichts, nein. Wir spielen einfach, ja, wir machen einfach mal wieder ganz oldschool, ja. Das ist ja schon so total so in Vergessenheit geraten, dass man auch so ein ganz normales Let's Play einfach mal machen kann, ne. Ja, hallo. Und wir starten direkt hier in einer Welt, oh, mit Kühen auf der Seite. Und die Welt laggt sogar ein bisschen beim ersten Erstellen, ja. Das ist ja die gute alte Zeit, ja. Fühle mich hier wie bei meinem allerersten Minecraft-Let's Play. Schön, ja, dass man hier mal wieder zurückkehrt. Ach, naja, wir dürfen aber keine Zeit verlieren. Oh, nicht noch mehr ruckeln. Wir dürfen keine Zeit verlieren, denn wir müssen so schnell es auch nur irgendwie geht. Ne, jetzt habe ich es nicht gerade aufgehört, den abzubauen. So, uns vorbereiten für die Nacht und uns einen Unterschlupf suchen. Ja, das ist jetzt einfach wieder so ganz normales Minecraft-Feeling. Ja, ich habe richtig Lust darauf. Dieses Let's Play wird darum auch jeden zweiten Tag 16 Uhr kommen, bis ich tot bin, weil dann ist es logischerweise vorbei. Dann wird die Welt auch automatisch gelöscht. Das heißt, ich kann euch die Welt danach nicht zum Download geben. Denn Hardcore ist, ist Hardcore und wird automatisch gelöscht, sobald man tot ist. Aber es werden wahrscheinlich ja die meisten von euch bereits wissen. Das heißt, wir müssen vor Creepern und so weiter uns einfach mal sowas von in Acht nehmen, weil sonst sind wir einfach nur sowas von tot, sowas von gefickt, Ach, ich freue mich da richtig drauf. Ja, freut ihr euch auch drauf? Dann kloppt aber mal sowas von den Daumen nach oben, wie der Stutzepart sagen würde, ja. Aber sowas von, der muss brennen, muss der, ja. Endlich wieder normales Let's Play, einfach nur so chillig, so als anderes Projekt einfach mal, ja. Es ist überall nur noch PvP, PvP, PvP. Ja, bei mir auch nur PvP, PvP. Da muss jetzt auch mal wieder was Ordentliches sein, ja. Back to the Roots heißt das ganze Ding einfach mal so. Ach. So, und da kenne ich mich auch fast gar nicht mehr aus hier, ne? Wie macht man das überhaupt nochmal? Craften, man hat das letzte Mal ordentlich was gecraftet, ja? Gut, im Together mit Kev ein bisschen, aber da auch nicht so wirklich viel. Wir müssen auf jeden Fall uns Werkzeuge bauen und dann Steine sofort holen, direkt am Anfang. Das ist auch so eine ganz spontane Idee gewesen, dass ich, na, wie viele Schläge braucht man? Das weiß man ja auch nicht mehr im Kopf, ne? Früher wusste man, ja, 5 Schläge und es ist tot, ja? Waren es jetzt 4 oder 5? Ich weiß es nicht mal. Auf jeden Fall brauchen wir ein bisschen Fleisch von dir. Als erste Nahrungsquelle. So, weil hier gibt es keine Rücksicht auf Verluste. Ey! Ey! Spacko! Komm her! Nee! Ah, danke. Ist ein bisschen blöd, dass wir so direkt im Dschungel sind jetzt eigentlich. Weil wir müssen jetzt sehr schnell uns irgendwo Stein finden. Im Notfall werde ich mich gleich einfach so ein bisschen runterbuddeln, damit wir uns Steinwerkzeuge machen können. Und dann müssen wir runter und dann müssen wir einfach Eisen finden und alles, damit wir auch wirklich immer mit Eisen rumlaufen, damit wir einfach gegen Angriffe jeglicher Art zumindest so einen Anfangsschutz haben. Weil so wie wir jetzt hier gerade rumlaufen, so total schutzlos, ja, das ist einfach das Ding, das ist einfach gefährlich, ja. Und so was Gefährliches ist ja gar nicht gut. Na, schaffe ich es, meinen Code einzugeben, ja? Oh, ich schaffe sogar den Timer zu starten. Hier sind wir jetzt aber ein bisschen draußen mal, aber Schnee habe ich eigentlich auch nicht so Lust drauf, aber gut. Na, wollen wir jetzt hier in Schneelandschaft, wollen wir so ein bisschen so durchlaufen? Ich brauche ja auf jeden Fall ein Bett, um die Nacht zu überstehen, deshalb ist es auf jeden Fall schon mal nicht falsch, hier zu sein. Ich mache mir aber gleich, hier in den Bergen, da muss er ja irgendwo recht einfach eigentlich. Ich weiß gar nicht, warum ich sie schlage, das war eigentlich voll dumm. Ich muss einfach, ne, da hat mich das Eingeben vom Code direkt aus dem Konzept gebracht, ja. Aber das ist schon wieder Denaster, ja. So hat der Denaster immer angefangen, ja. Das war nicht immer PvP und da einfach nur rumfällen. Nee, das war einfach mal hier ganz normalen, einfachen Let's Plays rumfällen, ja. Soweit war es da schon. So, hier haben wir mal ordentlich, ohne dass wir buddeln müssen, direkt schön Stein. Und ich habe schon ein bisschen Hunger. Deshalb esse ich mal die Raw Chicken einfach mal raw, weil ich bin ja so raw und hart.
Was total unnötig war, dass ich jetzt gegessen habe, weil es mir nichts gebracht hat. Shit. Happens. So. Craften, ne? Macht man ja erst einmal so. Ich mache mir nämlich immer nur ein Werkzeug hier aus Wooden, weil Wooden ist einfach total der Dreck. Und danach fällt das alles weg. So. Weil ich mag einfach Wood nicht so, ne? Ist nicht so mein Style, ne? So. Und jetzt sind wir nämlich direkt hier viel, viel schneller und packen einfach mal ordentlich an hier, ziehen alles ran. Ich habe aber noch nicht irgendwie so die Angst vor dem Tod, ne? Das ist alles noch so ein bisschen surrealistisch. Ja, also, dass ich jetzt hier mit einem Schlag die Welt tot ist, das Let's Play vorbei ist und ich mich eigentlich sofort begraben kann, wobei ich mich gar nicht mehr begraben kann, weil wenn ich tot bin, wenn der Creeper nicht springt, kann ich mich ja nicht mehr begraben, aber. Nee. Ich bin aber noch ganz entspannt, ja? Wir bauen uns hier einfach mal die Sachen ab, so. Und dann craften wir uns noch mehr und suchen uns wahrscheinlich schon mal vielleicht so einen kleinen Höhleneingang. Ich glaube, das wäre eigentlich ganz, ganz praktisch. Nehmen wir uns alles hier mit, was wir hier so haben. Brauche eh noch mehr Sticks hier. Sticks brauchen wir. Na, da. Ja, mit den 12 Sticks sollten wir erstmal ein bisschen haushalten können. Ich weiß gar nicht, was ich mir jetzt alles für Sachen noch mache. Ich mache mir noch eine Spitzhacke definitiv. Dann brauche ich noch eine Schaufel. Und dann brauche ich auch noch hier zum weiteren Bäume fällen. Das muss ich auch definitiv machen. Und natürlich ein Schwert. Haben wir's. So, der wird natürlich hier mitgenommen mit meiner Staunext. Dankeschön. Lassen wir irgendwas hier. Ja. Wir erobern die Welt, ja? Wir erobern einfach die Welt. Da hinten sieht es auch schön aus. Und auf jeden Fall, hier sind drei Schafe, weil drei Schafe müssen wir töten. Denn wir brauchen ein Bett. Es geht nicht anders, ja? Tut mir auch leid. Aber ich will halt nachts schlafen. Ein Mensch ohne Schlaf ist auf Schlafentzug und das kann sich deutlich negativ auf die Psyche ausweiten. Und das ist natürlich sehr, sehr blöd, wenn es zu sowas kommt. Hier unten geht's auch rein, oder? Das sieht auch schön aus hier. Na, da. Hahaha. Aber ich würde gerne so schnell wie möglich Eisensachen haben. Wie ist überhaupt die Schwierigkeit eingestellt? Achso, kann ich ja gar nicht umstellen. Die muss ja. Shit, da kommt er. Ich weiß gar nicht, ich habe eigentlich fast noch nie auf Hard gespielt, ne? Das heißt, ich weiß gar nicht, wie jetzt so der Explosionsradius von denen ist, wie lange die einem folgen und so weiter. Ich glaube, das ist nämlich ziemlich crank, ist das. Wo stelle ich denn mal hier Video-Settings? Ist schon auf ganz bright. Damit ihr da auch was seht, weil es kam jetzt schon ziemlich dunkel in der Höhle dort vor. Aber in die Höhle traue ich mir jetzt so gar nicht rein. Aber ich brauche ja Eisen, ne? Auch vor allem Kohle als erstes. Am besten wäre natürlich so eine kleine Bergflanke, wo ich einfach mal so reinstochern könnte. Ne? Einfach mal so reinstochern. Da vorne sieht es doch gut aus. Und da direkt eine Kohle holen kann für Fackeln halt. Sonst müsste ich mir halt Holzkohle machen. Aber das dauert halt erstmal. Na, wahrscheinlich hätte ich jetzt schon Holzkohle, aber. Aber ich möchte halt. Na, wo gehe ich? Oh, hier geht's ja auch rein. Geht's überall gut rein eigentlich. Da ist auch Kohle. Da! Wieso sind denn da so viele immer? Und wieso ist hier plötzlich Licht geworden? War es ein Lichtbug oder wie? Shit! Spacko! Boah! Ja? Wie weit explodiert der? Ich weiß ja nicht, was für ein Radius der hat, wie gesagt. Weil ohne Rüstung bin ich jetzt ziemlich am Arsch, wenn er explodiert. Explodiert. Also ich kann hier aber nicht hin, Mann. Hier um die Ecke sind noch viel mehr. Ich muss mir echt eigentlich Holzkohle machen. Scheiße, wie da. Oh, der Tag neigt sich schon ganz schnell dem Ende zu. Oh, Kaka, wir sind hier in so einem Hillbiom. Was bedeutet, dass wir hier Lichtbackstellen haben? What the fuck? Eigentlich müsste hier so Kohle. Da ist gute Kohle. Oh. Pfiuh. Glück gehabt. Aber da oben können auch welche rauskommen. Eieieiei. Und ich darf hier nicht einfach runterspringen. Und ich brauche dringend was zu essen. Und er ist nämlich auch total aufgeschmissen. Oh shit. Wir sind total perfekt, sind wir. Nein. Aber ich kann mir ein Bett bauen. Das heißt, die Nacht können wir skippen, ja. Gott sei Dank. Ich muss aufpassen, dass da oben nicht einer rauskommt, hier so runterfällt, zacke die, boom, und mich einfach mal killt. Weil das wäre schon doof. Das wäre schon gar nicht gut. Oh, Kacke. Nein. Wir sind ja auf hart. Wenn ich kein Essen habe, dann geht mein Leben ja runter. Auf null. Oh shit, höchste Priorität, jetzt direkt erstmal Essen suchen. Scheiße. Ich muss Tiere töten oder sowas. Ich kann nicht mehr sprinten. Holy crappy shit. In Notfall müssen wir in eine Höhle gehen, damit wir einen Zombie töten können und so ans Essen holen können. Oh,
nein. Oh, da hinten sind ist Lava. Da unten sind. Oh. Ah, ihr seid meine Rettung, meine Lieben. Verlichter Leben? Ah. Kein Ding für ein King, yo. Da, 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 da. Langsam ist der Herzschlag schon ein bisschen höher, ne? Langsam, sag ich mal, schon. Stromberg, sagt's auch. Oh, schön viel Fleisch und das braten wir uns auch direkt. Ah, schön. So. Und der jetzt, Puh. Ha. Ach, Menschenskinder, da ist man aber aufgeregt, ist man da. Uiuiuiuiuiui. Kohle rein und Fleisch rein und noch eine Kohle rein. Jetzt können wir erstmal den Baum hier fällen, ne? Inmitten der Schneelandschaft, ja, der einzige Baum in der weiten Umgebung, der noch dem den Naturgewalten trotzt und wir reißen den einfach ab, ja? Der Einfluss des Menschen auf die Umwelt ist einfach negativ. Naja. Erstmal verschnaufen. Wobei nicht verschnaufen, wir holen uns mal das bisschen Essen, was schon da ist. Und essen das, ja, man denkt es kaum. Und holen uns hinten nämlich noch die beiden Schweine. Yeah, aha, jetzt kann ich wieder sprinten. Ach, haben wir das schon mal gerettet, ne? Da hinten, da unten ist auch ziemlich Schwert. So, und jetzt haben wir auch, können wir uns ja gleich ein bisschen Fackeln machen. Und, ne, mit den Fackeln können wir uns dann in die Höhle begeben, um uns Eisensachen zu holen. Und der Tag ist schon fast dem Ende entgegen, genau. Das geht gleich, die Sonne geht gleich unter. Oh shit, jetzt bleib stehen. Oh, schnell zurück. Und, na, hier, das kommt auch noch rein, das bisschen Essen hier. Das Essen hier raus. Und jetzt, was soll ich machen? Irgendwas Wichtiges, Fackeln. Sticks und Kohle. 20, ja, ich brauche mir nochmal ein bisschen mehr. Zack. Ja, 4 Stück. Mehr Kohle habe ich ja eh nicht. So, jetzt habe ich noch ein paar Fackeln. 36 an der Zahl. Und mitnehmen. Oh shit. So, den baue ich auch schon mal ab. Und noch warten, bis der Ofen fertig ist. Oh, kacke, es ist Nacht. Saplings mitnehmen. Warum ist es denn Nacht? Ja, oh, ich brauche noch ein bisschen. Wo gehe ich denn jetzt hin? Am besten gehe ich da oben auf den Berg rauf. Oder hier. Ah, da ist irgendwie cool auf den Berg rauf. Ich gehe da auf den Berg rauf. Oh shit, es ist schon dunkel. Okay. 2 müssen noch gebraten werden, 2 von den Steak-Dingern da. Aber dann bin ich echt... sehe ich schon Monster irgendwo? Nein, noch sehe ich keine, aber ich glaube, die könnten schon spawnen. Oh shit, so, jetzt bin ich fertig. Pickaxe. Weg. Laufen! Halleluja! Oh shit, ich muss jetzt sowas von aufpassen. Oh. Nicht, dass hier irgendwo die Monster spawnen, aber noch sehe ich keine. Ganz ruhig, Mann, Digga. Entspann mal. Ich bin da ganz ruhig. Total so der Ruhige, so, ne, weißt du? Ich kann hier so Stress und sowas, kann mir ja gar nichts anhaben und so, ne? Ich kenn so Minecraft und so, ne? So ein. Da hab ich echt erschreckt. Ja, ich explodiere lieber mal. Da hab ich so ein bisschen. Ja, weil dann hab ich hier so ein kleines Loch, wo ich mich so reinbauen kann. Boah! Was ein Spacko, ey. Da hinten steht noch sein Kumpel. Oh nein, und da jemand, der mit einem Pfeil und Bogen umgehen kann. Holy crap, holy shit. Ich brauch doch Eisen, um mir Rüstung zu machen. Oder Leder, aber Leder, ich sehe ja keine Kühe. Oder soll ich einfach mein Bett hier so reinklamüsern? Oh shit. Erstmal Fackeln, ne? Fackeln ist immer gut. Früher dachte ich, dass Fackeln Monster anlocken. Habe ich nie Fackeln gesetzt. Aber das war auch zu Alpha-Zeiten. Da gab es auch noch kein Hardcore. Ist alles dieser neumodische Shit, ja? Hipster-Dena macht sowas ja eigentlich gar nicht so. So ein Scheiß, ne? Nee. Wir haben voll wenig Cobblestone. Hätte gedacht, wir haben mehr. Aber so viel haben wir anscheinend nicht gefarmt. Weil ich möchte mir hier so ein kleines Verdeck ziehen, ja? Cabriolet-Verdeck. Einfach mal so rüber hier so, ne? Aber dafür habe ich viel zu wenig Stein. Oh shit, weil ich muss ja sozusagen ein bisschen was Abschließbares hier haben. Sonst habe ich da Angst vor Creepern und dem, was es hier noch so alles gibt, ne? Weiß nicht, ob ich hier vielleicht... Ja genau, hier ist ja Stein. Dann erhebe ich das hier nämlich auch so ein bisschen aus kurz. Und kann dann hier dabei, farm ich mir direkt ein bisschen Stein. Und dann habe ich hier so mein kleines erstes Versteck. Oh, sogar Kohle. Ach, wundervoll, ja. Direkt Bodenschätze unter dem eigenen Heim. Wer hat sowas nicht gerne? Die Scheiße in Abu Dhabi und so weiter freuen sich darüber auch, ja?
Ist ja auch besser, als wenn man nichts hat, ne? Ach. Und jetzt der Creeper, der reinfällt. Zip, boots. Und ich bin tot. Nee, nee, nee. Ich doch nicht. Nein, nein. Kein Ding für einen King, du weißt. Oh yeah. Mhm. So. Bisschen Kohle. Und dann den Stein abbauen und schließen wir das ab. Dann bauen wir uns ein Bett. Und dann werden wir friedlichen Träumen frönen, ohne uns Gedanken um das Hier und Jetzt machen zu müssen. Ach, da werden wir einfach mal ein bisschen über die Welt philosophieren. Und dann wird der Schlaf auch schon wieder vorbei sein. Aber ja, der dauert ja nur ein paar Sekunden. So. Ja, weg mit dir. Weg mit dir, weg mit dir. Ich muss mal gucken. Ich will es ja gar nicht so groß ausbauen. Ich will halt nur als. Ich muss halt eh noch ein bisschen Stein sammeln hier erstmal. Schauen wir mal ein bisschen nach oben. Ich sollte auf jeden Fall hier schon mal zumachen. Damit jetzt nicht direkt mir einer reinfallen kann von da oben. Das wäre nämlich doof. Und Licht. Zack. Nein! Ah, oh, verklickt! Da. Soll ich hier nochmal raus? Ne, ich habe eh nur gerade 4. Aber der kann auf jeden Fall auch weg hier. Dann würde ich sagen, baue ich jetzt erstmal hier. Na! In diese Richtung hier noch ein bisschen aus. Dann habe ich hier so ein bisschen ein kleines. Ein kleines, aber feines. Ne? Klein, aber mein, sage ich da immer nur so, ne? So, weg, weg, weg. Und dann werden wir uns am nächsten Tag, werden wir uns dann endlich der Höhlen suchen. Ah, nein! Nein! Shit! I don't want to live on this planet anymore. Jetzt muss ich schnell hier zumachen. Oh, shit. Nein! Okay. Und, so. Jawohl. Nein! So. Jetzt kann hier keiner mehr rein. Und ich bin hier alleine drin, hoffentlich. Boah. Ich kann mir sogar. Gleich wahrscheinlich schon craften, kann ich mir gleich schon eine tolle Sache zum Beispiel, was heißt craften, ich kann meine Crafting Bench aufstellen, so, jetzt hier mal kurz den Crab weggemacht, so, ich kann das hier so als zweier Etagen machen eigentlich, ne, dann ziehe ich hier einmal so eine Decke ein für oben, so, ja, ich höre schon eine Spinne, kacke, die kann da ja rein, ne, ich höre die über mir, ich höre die ja über mir. Die ist, glaube ich, direkt über mir. But I don't care, man. I don't really care. I don't really care much about anything that you're telling me. So, right now baue ich das hier. Und jetzt brauche ich noch ein bisschen Stein. Ein bisschen Stein. Ein bisschen Stein muss sein. Und ich glaube, die Folge ist auch schon am Ende. Oh, Glück gehabt. So. ich muss ja weiterspielen. Oh nein. Oh nein, ich bin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann, wenn heute Sonntag ist, dann sehen wir uns am Dienstag wieder um 16 Uhr. Jeden zweiten Tag, 16 Uhr, jeden zweiten Tag, 16 Uhr kommt also eine neue Folge hier vom Let's Play Minecraft Hardcore. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Wenn ja, dann drückt den Daumen nach oben. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao!